Bereich schaffen. Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2 auf der Wii U. Im letzten Part haben wir das Tutorial für diese taktische Mission gemacht. Und jetzt müssen wir diese Truppentransporter benötigen noch eine Minute. Diese Einrichtung hier schützen. Wir schaffen einen sicheren Bereich. Die Satellitenkommunikation, der Transformator und der Kühlturm versorgen die Tore der Basis mit Strom. Wenn zwei davon ausfallen, hat der Feind Zugang zum zentralen Hauptrechner. Infanterie rückt zur Markierung vor. Rücke vor zum markierten Wegpunkt. Okay, ich hoffe, ich kriege das Ganze vernünftig hin. Schauen wir mal. Klaueinheiten beziehen Position. Wir haben eine dieser Klaueinheiten, dieser Roboter, zwei Infanterietrupps, A4 Personen und zwei Geschütztürme. Hoffen wir das Beste. Ich gehe jetzt mal in eine der Soldatenansichten. Ich glaube, da kann ich besser schützen. Da vorne ist etwas, was wir beschützen sollen. Dann hier, glaube ich, genau diese Satellitenturm und auf der anderen Seite nochmal Objekt C, was auch immer das ist. Okay, und da kommt wahrscheinlich der Helikopter mit den Feinden. Und der landet direkt vor meiner Visage. Und da hinten noch einer. Alles klar, dann wollen wir die Jungs noch mal gebührend begrüßen. Mit ein bisschen Blei in der Fresse. So, und direkt vielleicht mal zur anderen Einheit. Hier hinten wurde doch auch irgendwo was. Wow! Ach du Scheiße, hier ist ja richtig was los. Wegpunkt eingerichtet. In Bewegung. Eine feindliche AGD weniger. Okay, ich gehe lieber nochmal in die Taktikansicht. Um zu gucken, wo die Jungs anstürmen. Alles klar, da unten kommen Soldaten. Und hier kommt so eine fette AGD. Sorry, dass das Telefon gerade klingelt, Leute. Okay. Hier tobt der Krieg. Okay. Und da vorne nochmal jede Menge Nachschub vom Feind. Hackergerät wird angegriffen. Wir müssen die Oberhand gewinnen. Ich gehe mal mit dem einen Soldat. Oh! Erwischt! Kühlturm wird angegriffen. Vorrücken zum Sichern! Leite Infanterieeinsatz. Boah, das Ganze ist. Auf die Kloreinheiten zielen. Das Ganze ist schon hart verwirrend. Satellitenantenne wird angegriffen. Der Feind greift den Kühlturm an. Nein, nicht alle, Leute, nicht alle. So meine ich das nicht. Gefahr eliminiert. Schuss auf die Infanterie konzentrieren. Hart verwirrend, das Ganze. Der Feind greift den Netztransformator an. Feindliche Truppen greifen die Satellitenantenne an. Der Kühlturm wurde beschädigt. Ein Teammitglied blutet stark. Ein Mann ist verwundet. Verbündete Verstärkung kommt zu Hilfe. Kühlturm wird angegriffen. Vorrücken zum Sichern. Feindliche Truppen greifen. Der Feind drückt vor, um die Satellitenantenne zu zerstören. Infanterie unter direkter Kontrolle. Heilige Scheiße. Die labern ja nonstop hier. Angegriffen. Vorrücken zum Sichern. Wir müssen den feindlichen Angriff auf den Netztransformator abwehren. Feindliche Truppen greifen die Satellitenantenne ab. Bestätigt. Verstärkung hinter uns abgestellt. Frische Truppen am Boden. Ein Teammitglied blutet stark. Wir müssen den feindlichen Angriff auf den Netztransformator abwehren. Mann getroffen. Feindliche Truppen greifen die Satellitenantenne an. Rücke vor und greife Klaus an. Feindliche Bohrdrohne kommt runter. Sorry, dass ich gerade so wenig sage, Leute, aber das ist überfordert mich ein wenig hier. Die labern so viel Kram, wo ich hingehen soll und wo ich was verteidigen soll. Und das scheiß Telefon klingelt auch schon wieder. Irgendwer nervt hier kräftig. Boah, heilige Scheiße, hier geht's ja ab, ey. Und wer ballert hier die ganze Zeit von der Seite? Der Feind zielt auf den Netztransformator. Der Netztransformator nimmt Schaden. Okay, nehmen wir den hier mal. Rücke vor, um Infanterie zu neutralisieren. Die Kühlturm wurde beschädigt. Verteidigung koordiniert. Wir verlieren gleich den Netztransformator. Erwischt. Verdammt. Jetzt geh doch hoch. Verteidigung koordinieren. Drecksding da. Der geht einfach nicht kaputt. Habe ich irgendwas Explosives? Nein, eine Pistole, der Wahnsinn.
Fallen. Das Deckermodul wird manipuliert. Schick diese Jungs los. Verbündete Verstärkung kommt zur Hilfe. Der Feind zieht auf den Netztransformator. Satellitenantenne steht unter Beschuss. Meine Fresse. Also die Mission ist ja echt mal krass. Rücke vor und greife Claws an. Feindliche Claw-Einheit abschießen. Ziel auf feindliche Infanterie. Kühltor wird angegriffen. Vorrücken zum Sichern. Satellitenantenne steht unter Beschuss. Satellitenantenne wird angegriffen. Basisnetztransformator wurde eliminiert. Okay, dem Kühlturm geht's zumindest noch einigermaßen gut. Kühlturm nimmt Schaden. Vorrücken und Angriff abwehren. Feindliche Soldaten eliminieren. Die Satellitenantenne nimmt Schaden. Verwundete fordern sofortige. Bestätigt. Frische Truppen am Boden. Wir erleiden Verluste. Erwischt. Dieser verdammte Roboter, der geht auch nicht kaputt. Kann ich machen, was ich will? Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ja, das weiß ich. Boah, meine Güte, ey. Satellitenantenne steht unter Beschuss. Kühlturm wird angegriffen. Vorrücken zum Sichern. Bestätigt. Frische Truppen am Boden. Ein Teammitglied blutet stark. Feuer auf feindlichen Claw. Satellitenantenne steht unter Beschuss. Kühlturm wird angegriffen. Vorrücken zum Sichern. Verstärkung abgesetzt. Kühlturm am Boden. Die verlieren den Kühlturm. Feindliche Truppen greifen die Satellitenantenne an. Boah, das ist ja nicht machbar hier. Vorrücken zum Sichern. Angetroffen. Erwischt. Ziel auf feindliche Quads. Scheiße. Den Kühlturm zerstört. Die Schildtüren sind zerstört. Gegner rücken nach hinten vor. Der Feind hat jetzt Zugang zum zentralen Hauptrechner. Wir erleiden Verluste. Greife feindliche Quads an. Okay, dann alle da rein. Meine Fresse, das ist ja total chaotisch, diese Mission. Abschuss bestätigt. Infanterie wird direkt kommandiert. Verbündete Verstärkung kommt zur Hilfe. Gefahr eliminiert. Ein Teammitglied blutet stark. Feindliche Quads wurde ausgeschaltet. Greife feindliche Quads an. Rücke vor, um Infanterie zu neutralisieren. Feindliche Claw-Einheit abschießen. Okay, zumindest müssen wir jetzt nur noch einen Punkt hier halten. Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Wenigstens etwas. Stark. Verbündete Verstärkung kommt zur Hilfe. Wo? Da hinten, so ein Scheiß. Gefahr eliminiert. Sack. Ein Teammitglied blutet stark. Greife feindlichen Chor an. Wo? Greife feindliche Infanterie an. Boah, das überfordert mich volle Latte, diese Mission. Die labern dann nonstop. Geh dahin, mach dies, mach jenes. Der wird angegriffen, das wird angegriffen. Er blutet stark. Abschuss, bla bla bla. Heilige Scheiße. Noch 3 Minuten, naja, zumindest das Teil hier sieht noch ganz gut aus. Boah, da unten sind auch schon wieder ganz viele. Heilige Scheiße. Verreckt da unten. Na, wenigstens das. Kann ich das Ding eigentlich irgendwie reparieren? Ne, scheinbar nicht. Wow, ah, da kommt nochmal Verstärkung von uns, na immerhin. Die können wir gut gebrauchen. Mehr als gut. Wo kommt ihr denn her? Okay, und wieder so ein verdammter kleiner Roboter. Oh nein, 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 Granate. Boah. Mann, 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 Leute, ey, hier geht's ab. Gibt's ja gar nicht. Aber echt total verwirrend, die Mission. Aber trotzdem, ich glaube, es sieht ganz gut aus. Das Teil hier ist ja noch fast voll. 2 Minuten Zeit haben wir noch. Ziel auf feindliche AGD-Einheiten. Gott sei Dank kommt da häufig Verstärkung. So, und ihr da hinten, Fresse. Wieder so ein scheiß Roboter. Verreck. Okay, die ballern alle in die Richtung. Was ist denn da? Wo? Ach, da oben. Ach du Scheiße. Sterb da oben. Rücke vor, um Infanterie zu neutralisieren. Ziel auf feindliche Infanterie. Also Gott sei Dank ist der letzte Teil nur noch hier. Ich meine, ich habe es natürlich überhaupt nicht geschafft. Leider.
die vorherigen Punkte zu halten. Aber zumindest der Hauptrechner hier, der ist immer noch voll. Das sieht ja ganz gut aus. Noch eine Minute. Und dann haben wir es geschafft. Uiuiuiuiui. Schnappen wir uns mal ein paar hübsche Knarren hier. Und dann sollen sie ruhig kommen, die Schweinebacken. Von wo? Aha. Autsch, autsch, autsch. Deckung. Nein. Verdammte Quads. Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Die Zeit wird knapp. Wir müssen den feindlichen EMP zerstören. Verbündete Verstärkung kommt zu Hilfe. Oh Mann, Mann, Mann. Okay, wenigstens nochmal Verstärkung. Kommt schon, Jungs, rein da. Schützen, 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 was das Zeug hält. Alle rein. Wer oder was ballert da? Ach, da. Du Sack. Okay, aber die Zeit ist... Oh, wie es scheint. Kümmern Sie sich um die restlichen Feinde. Ja, alles klar. Wo ist denn das Rattenpack? Dann machen wir die Schweine fertig. Nanu? Jetzt wollen sie auf einmal nicht mehr, oder was? Die ganze Mission über total hektisch und alles voller Feinde. Und jetzt? Gucken wir mal in der Taktikübersicht. Nanu? Da draußen? Das sieht doch tot aus, aber es ist das Einzige, was hier rot leuchtet. Na gut, schicke ich nur zwei Soldaten hin. Infanterie rückt zur Markierung vor. Aber da kommt ja auch kein Angreifensymbol. Ah, doch, das war's. Okay. Meine Fresse, das war mal krass. Heftig actiongeladen, aber auch extremst unübersichtlich. Also, ich weiß gerade nicht, ob mir das gut gefallen hat oder nicht. Einerseits war es extrem spannend und dicht, andererseits... viel zu hektisch, die waren nonstop am Quatschen, ihr habt's ja gehört. Hab mich schon gar nicht mehr getraut, da dazwischen zu brabbeln. Wow. Mann, Mann, Mann. Gut gemacht, Mason. Okay. Ach, das war irgendwie scheinbar so eine Bonusmission. Hier unten Eingreiftruppe. Steht jedenfalls nicht unter den oberen Leveln. Okay, eine neue Eingreiftruppe-Mission ist verfügbar. Aha, okay, das heißt, wir haben jetzt hier zwei Missionen zur Auswahl. Ich weiß ja nicht, will ich direkt wieder so eine Eingreifmission? Ah ja, komm, jetzt bin ich in Übung, hoffen wir mal. Stürzen wir uns rein. Der Frachter ist randvoll mit Dongfeng-Hyperschallraketen. Mach 7 fähig. Mit nur einem Angriff könnten sie alle unsere Flugzeugträger ausschalten. Auch die Obama. Die Raketen werden an diese Zerstörer geliefert. Sie sind durch ihre Nanoröhren für unsere Satelliten unsichtbar. Deshalb musste Harper diese Aufnahmen auf die altmodische Art bekommen. Die STC will diese Raketen gegen den Iran einsetzen. Ganz recht, Männer. Iran. Wir haben schon genug Probleme, ohne dass die STC sich mit Persien anfreundet. Die primäre Verteidigung des Keppel Terminals ist eine einzelne zentrale Dongfeng-Rakete. Sie bekommen spezielle Sprengladungen. Die Hochleistungsmikrowellen werden das Lenksystem der Rakete stören. Die Randbereiche östlich und westlich sind von Lasern gesäumt. Strahlen, die jede Kurzstreckenrakete ausschalten können. Wir brauchen sie, um den Frachter zu eliminieren. Die tragbaren Heckmodule programmieren ihre Zielsysteme um, damit sie im eigenen Saft schmoren. Wenn ihre Verteidigung ausgeschaltet ist, rufen sie Kraken für einen Luftangriff auf den Frachter. Okay, was ist hier Sache? Zerstören Sie den Frachter mit Dongfeng Hyperschall Cruise Missiles. Okay, so sei es.
Ziel 1. Zerstören Sie die Einzel-DFH-Cruise-Missile des primären Verteidigungssystems. Ziel 2. Nutzen Sie Mikrowellensprengsätze, um das Leitsystem zu zerstören. Ziel 3. Schalten Sie die FEL-Strahlen der sekundären Verteidigungssysteme aus. Ziel 4. Hacken und deaktivieren Sie den FEL. Was auch immer das alles ist. Ziel 5. Rufen Sie den Kraken. Aha. Naja, wir werden sehen. Das klingt doch zumindest mal so, als dürfen wir diesmal angreifen. Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas weniger hektisch ist. Hoffe ich jedenfalls mal. Weil das gerade war mir definitiv eine Nummer zu krass. Dieses ständige Durcheinandergefunke, da wird man ja wahnsinnig. Verstärkung hinter uns abgesetzt. Okay, dann. Bestätigt. Infanterie rückt vor zur zeitliche Begrenzung. Sowas mag ich ja gar nicht. Okay. Unter direkter Kontrolle. Und es ist alles eine Einheit. Die setzen doch direkt Fans vor uns ab. Na gut, hat den Vorteil, dann können wir sie schön auseinandernehmen. Na dann, Jungs, vorrücken. Klappe da vorne hinter der Ecke. Okay, hier ist schon das erste Ziel. Dann wollen wir mal. Netzwerk Eindringling, dann rein damit. Okay, das Ding sollten wir wahrscheinlich schützen für eine Zeit lang. Ja, ja, da läuft so ein Kreis drumherum. Rücke vor, um Infanterie zu neutralisieren. AGD ist am Boden. Vorrücken ab Einsatzpunkt. Rücke vor, um Infanterie zu neutralisieren. Ein Treffer. Na, dann hole ich die Jungs, die wir haben, einfach immer hierher zu mir. Wo? Laserabwehrstellung unter unserer Kontrolle. Okay. Hack abgeschlossen. Dann mal auf zum zweiten Punkt, wo auch immer das ist. Ah, okay, da vorne. Oh je, und da hinten werden jede Menge Jungs abgesetzt. Der zweite Punkt wird wohl nicht ganz so einfach zu holen sein. Erwischt. Weiterer Trupp nähert sich. In Empfang nehmen. Heilige Scheiße. Eine feindliche AGD weniger. Feindliche Quadrone Meine Fresse, hier ist was los. Man sieht ja gar nichts bei dem ganzen Rauch. Aua! Und eine verdammte Granate auch noch. AGDs sind jetzt unterwegs. Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Trotzdem, ich hau das Ding schon mal im Boden. Dann läuft zumindest schon mal die Zeit für uns. Lenksystem wird manipuliert. Okay, wo sind die Feinde? Da hinten läuft einer. Oder gleich zwei, besser gesagt. Scheiße. Deckung, Deckung. Nein. Nein, nein. Verdammt. Ne, ich möchte aber lieber einen Soldaten steuern. Oha, die sind ja alle hier hinten. AGD schwer getroffen. Wir verlieren den Störer. Ja, Leute, hin da. Wir verlieren den Störer. Nein, 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 verlieren wir nicht. Vorrücken, vorrücken. Verdammte Scheiße. Mist. Ich war doch gerade wieder da. Mist. Oder... Nee, das Ding ist down. Oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. AGD-Unterstützung jetzt verfügbar. Oh, 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 scheiße. Verbündete Verstärkung kommt zur Hilfe. Diese verdammten Roboter da. Die sind einfach nicht kaputt zu kriegen. Okay, mich beschleicht irgendwie das Gefühl, ich kann das Ding überhaupt nicht mit normalen MGs umnieten. Heilige Scheiße. Aber coole Mission. Macht Bock. Auch wenn ich wahrscheinlich gerade
nicht sonderlich taktisch vorgehe. Okay, hier ist der dritte Punkt. Ihr Viking, zusätzliche Klaus einsatzbereit. Verdammt, ich habe keine Granaten mehr. Unterstützung jetzt verfügbar. Abschuss bestätigt. Feuer auf, feindliche AGD. Feindliche Klo-Einheit abschließen. Feindliche AGD ausgeschaltet. Wow. Leite Infanterie-Einsatz. Okay, da ist dann rein da. Greife feindliche Infanterie an. So, dann setzen wir den Störer wieder hier rein. Das dürfte ja dann der letzte Punkt sein. Boah, ich brauche eine andere Waffe. Rücke vor, um Infanterie zu neutralisieren. Absurd bestätigt. Ziele auf feindliche Infanterie. Heilige Scheiße. Ziele auf feindliche Infanterie. Gefahr eliminiert. Verdammt nochmal, ich brauche eine Waffe. Achtung, kommt vor einer Minute. Nein, 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 nein. Geht weg. Scheiß kurz. Hammerhart. Boah. Einheit ausgeschaltet. Wechsel zur Infanterie. Wo ist es? Da. Fahr zur Hölle. Flugzeug ist am Einsatzpunkt in Position. Okay. Sehr gut. Was jetzt? AGDs sind jetzt unterwegs. Bestätigt. Frische Truppen am Boden. Okay. Luftangriffseinheit nähert sich. Das sieht doch gut aus, Leute. Ein Teammitglied blutet stark. Und voll mitten rein da. Bäm! Jawohl, sehr schön. Geile Mission, hä? Zwar auch sehr hektisch, aber. Mission erfolgreich. Der Konvoi hat den Treffpunkt erreicht. Alle Einheiten bereit. Wow. Korrekte Mission. Hat richtig Bock gemacht. Zwar auch sehr hektisch, aber nicht ganz so krass wie die davor, oder? Ich war besser dran gewöhnt. Und. Man hat zumindest immer, man kann mit allen Leuten auf ein Ziel gehen und nicht dieses, man muss x verschiedene beschützen. Mann, 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 Mann. Aber es hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Also, mir kribbelt's immer noch im Abzugsfinger. Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Okay, Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich fand's auf jeden Fall geil, die Mission. Wäre schön, wenn ihr beim nächsten Mal auch dabei seid. Also, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Euer Gornrak. Ciao.